Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung. Ich bin noch ungeschminkt, hat noch keine Zeit für Mama Make-up. Alma und George haben schon ihr Frühstück bekommen. Alma ist natürlich schon wieder draußen. Ist immer so, George frisst und Alma ist draußen. Hey Almi, oh, rupfst du dir Fell aus? Zeig mal. Warum hast denn du Fell in der Schnauze? Was ist da los? Was ist denn da los? Almi? Das sieht ja komisch aus. Bist du scheinschwanger? Pass mal auf, hier in der Familie hat nur eine schwanger zu sein. Das bin ich. Und weil es jetzt schon relativ spät ist, mache ich jetzt kein Frühstück mehr. Sondern es wird jetzt schon Mittagessen geben. Ich werde ein paar Wiener machen. Ich habe gestern Salat gemacht. Der war richtig gut. Ja, und dazu vielleicht ein Spiegelei oder so. Mal gucken. Gestern hat Mathilda ihren ersten Brei bekommen. Das blende ich euch jetzt mal ein. Das Glas ist verdammt heiß. Oh Gott. Guck bloß, dass es nicht so heiß ist. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Dann vor für dich. Guck mal her, Biene. Biene. Lecker. Wow. Ja, was ist denn? Das ist schön warm, nicht? Oh, was ist denn das, hä? Das ist gut, Engel. Oh. Ups. Oh, sag mal, deine Augen fallen ja fast raus. Ja? Hier, Biene. Abendbrei. Oh, Mama darf nichts sagen. Mach den Mund auf. Hä? Ja, ich muss ein bisschen nachhelfen. Und? Ist das gut? Also wenn ich mir das Glas angucke, dann nur noch 4 Stunden, dann sind wir fertig. Hm? Wie guckst denn du, Eumel? Ja, das ist ganz neu. Jupp. Schmeckt das? Toll, ja. Machst du das, Schatzi. Wow, cool. So, Biene, Mund auf. Schatz. Ja, total, total süß. Papa war ganz stolz. Papa durfte ihr den ersten Brei geben, weil ich ja immer das Vergnügen habe, ihr ja, sie zu stillen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass Christoph den ersten Brei gibt. Heute gibt es wieder einen neuen Family Vlog. Ja. Guckt doch mich an. Ja. Hier, ja, dann ist noch was Schönes, und zwar morgen kommen meine Eltern. Da werde ich auch vloggen. Es war so ein bisschen so eine spontane Sache, dass sie über Ostern kommen. Ob nun ja oder nicht. Aber nun definitiv ja. Müssen wir morgen auch noch einkaufen. Schatz, Birne weg. Oh, Engel. Was hat denn der Papa gemacht? Guten Tag. Hallo, schöne Frau. Ihre Augen sind auch blau. Guten Tag. Sucht der Papa heute wieder ein Outfit für dich raus? Ha? Dann sind wir ja mal gespannt. Kannst auch nicht sagen, weißt nicht, was er beim letzten Vlog anhatte, warst nämlich dabei. Kümmer dich. Machen wir da heute eigentlich noch was, Schatz? Du kannst dann die Sommerreifen aufziehen, wenn du was machen willst. Sommerreifen aufziehen. Ne, ich dachte eigentlich heute mal was in Familie. Ja, können wir noch zusammen machen. Ernsthaft. Schatz, was brauchst denn du alles für deinen Nudelsalat?
Weil das wäre ja eine übelst tolle Überraschung, wenn du zum Grillen, falls wir morgen grillen oder am Sonntag, je nachdem, falls du Nudelsalat machst, da würde sich doch die Mutter freuen. Irgendwo eingeladen sind und es ist irgendwie immer noch was übrig vom Essen, Christophs Nudelsalat ist immer leer. Also der ist echt lecker. Und theoretisch kann ich, wenn ich euch morgen wieder mitnehme, seht ihr den im nächsten Family Vlog, dann zeige ich euch, wie der geht. Das ist richtig lecker. Aber besser gesagt, Christoph zeigt euch das, weil ich bin nicht der Nudelsalat-Maker. Übrigens wurde sich letztens, was heißt beschwert, ich will das nicht negativ ausdrücken, wurde letztens angemerkt, dass, also von einer Person, dass es sich so ein bisschen stört, dass ich euch, oder was heißt sie stört, sie findet das meine Vlogs langweilig. Ist, könnt ihr gerne sagen. Wenn ihr mir eine Begründung dazu nennt und eine konstruktive Begründung und eine konstruktive Kritik dahinter steckt. Und sie meinte, ja, ich finde deine Vlogs einfach langweilig, weil du uns nie mitnimmst, wenn du was machst, sondern immer nur erzählt hast oder erzählst, dass du was gemacht hast. Das ja, finde ich super lieb, dass, also, dass du mir das geschrieben hast. Ich versuche das umzusetzen. Und ja, also für konstruktive Kritik bin ich auf jeden Fall im Meer zu haben, definitiv. Was soll das jetzt sein? Zeig. Wieso? Ich würde mal sagen, es ist recht. Und? Na und, aber was passt das an? Guck mal, hier oben Türkis. Türkis findest du auch in der Hose wieder. Am Bund findest du es wieder und sogar in den Socken. Also hast du, wie weiß findest du auch in der Hose wieder. Also hast du dir in bei ihren Augen. Also hast du dir bei dem Outfit richtig was gedacht, sagst du? Sicher. Schmecken lassen. Was war denn das? Hast du gebubst? Oh, wie sie guckt, ey. Komplett anderes Kind. Dort. Oh. Ist das ein Doppelkind, Schatz, oder ist das ein zweites Gesicht, was du da versteckst? Hm? Ja, mal gucken, ob wir heute noch was schaffen, in Familie zu machen. Christoph hat ja wieder zu tun. Mal schauen. Also ich würde schon gern heute mal irgendwo hinfahren. Irgendwo mal schön Kaffee trinken oder so. Stimmt's, Engel? Ein schönen Latte Macchiato oder so für die Mama. Findest du das gut? Angie? Bist du die Nudi? Ja, die Mutti hat wieder zu viel Luft im Kopf, ne? Das interessiert dich gar nicht, wenn ich pfeife heute. Nö. Ich sehe jetzt gerade ein bisschen fertig aus. Ich hatte gerade so ein Tief. Ich war irgendwie gerade voll müde, obwohl ich echt gut geschlafen habe. Mathilde hat jetzt auch geschlafen, gerade nochmal eine, ich würde jetzt mal schätzen, eine halbe Stunde. Und ich habe gerade an ihrer Windel gerochen. Freunde, also entweder sie hat gepupst oder sie hat gekackt. Und das wäre die erste Babykacker, quasi Breikacker, weil normalerweise kriegt sie ja nur Muttermilch. Boah, das stinkt. Alter Verwalter, ich bin jetzt mal gespannt. Wir gehen sie jetzt mal wickeln. Ne? Keine Angst, ich werde euch natürlich nicht die Kacker zeigen. Falls ihr euch übrigens fragt, woher ich die Kette habe, den Shop verlinke ich euch unten in der Infobox. Und mit dem Rabattcode süß10, den schreibe ich euch auch unten in die Infobox, bekommt ihr aktuell 10% Rabatt. Ich bin jetzt so gespannt, Schatzi, was in deiner Windel ist. Ach, übrigens wurde ich auch das letzte Mal gefragt, ob ich Mathilda immer zwei Paar Socken anziehe, weil das so aussah beim Wickeln. Ja, ich ziehe Mathilda immer zwei Paar Socken an, also aktuell noch, weil sie neigt total zu kalten Füßen. Boah, Leute, das stinkt. Oh mein Gott. Boah, Engel, ich glaube, du kriegst noch keinen Brei, echt.
Die hat nichts gemacht, ne? Die hat nur gepullert. Boah, hast du gepupst, Schatzi? Was ist denn in deinem riesen Ransen los, sag mal? Hm? Das ist, wo ich sag, boah, nicht schön. Ist jetzt nicht so schön gewesen, Engel. Hast du gepupst? Du gepupst? Ja. So süß. Du, was zieht man jetzt für eine Windel an? Die mit den Federn, die ist auch übelst schick. Guck mal, die ist von Milovia. Ist auch richtig schön. Das Innenleben ist auch ganz, ganz weich. Zieh mal die an. Morgen kommt als allererstes natürlich hoffentlich der Osterhase. Die Mama hat nämlich dem Amazon-Osterhasen schon Bescheid gesagt und hoffentlich kommt der morgen. Ja, morgen kommt die Omi und der Obi und der Onkel Max. Queen, Nudi, das ist schön. Ist das schön? Freust du dich? Ja, ne? Das ist toll. So Leute, Make-up und Haare und Pflege nicht. Wir waren gerade draußen und es hat auf einmal angefangen richtig zu schütten. Aber ich muss sagen, bis auf dass die Mascara so ein bisschen blöd aussieht, meine Lippen sind doch noch ganz okay, oder Schatzi? Ja, Christoph hat den Pool wirklich jetzt startklar gemacht, hat den sauber gemacht. Ich werde mir jetzt gleich meine Haare durchkämmen, weil die sind klitschnass. Du, winzig. Das findest du gut. Du, winzig. Wow. Schatz, ich habe dann richtig Respekt davor, wenn die kackt, ne? Ey, der Furz hat gerochen. Nein, hast du gefurzt. Schade, dass wir nicht heute nochmal was essen können. Mali hat alles weggemampft. Du hast alles weggemampft. Das stimmt. Mali aber auch, als die Omi die zugelangt hat. Das war deins. Einfach so viel. Das waren locker 30%. Lass dich irgendwann nicht mehr so schmusen. Guck, was ich mir da gefreut bin. Klar lässt sie sich irgendwann nicht mehr so schmusen. Das ist ja auch normal. Schatz, du bist anscheinend mit deinem Stift abgerutscht und hast ja mit dem Edding hier oben angemalt. Schatz, ich hatte keinen Stift, das ist nur Mascara. Ist das ein Edding? Das ist kein Edding, Schatz. Deine Nasenlöcher sind entsetzlich groß. Deine Nasenlöcher, ein Nasenloch von dir ist so groß wie mein Auge. Schön, dass du darüber lachen kannst, Schatz. Geht das? Du hast so viel Luft. Boah, ist das eklig. Wie machst du mit dem Mund? Oh, wieso denn das? Soll ich dir die mal von unten, soll ich dir die mal abfotografieren? Wieso denn? Hoffentlich kriegt Mathilda nicht solche Nasenlösche. Obwohl, da ist der kein Mann, das ist gleich gut. Nudi! Die Biene wird eh professioneller Boxer und die haben alle so eine breitgekloppte Nase mit großen Nasenlöchern. Stimmt's, Hummel? Guck mal an der Seite, an ihrem linken Ohr, wie lang die Haare sind. Ich will jetzt nicht stehen, lach, nee. Du hast selber gelacht. Wie ist denn das, wenn man sitzt? Herein, wenn's kein Schneider ist! Übrigens haben mich ganz viele gefragt, ob ich mal einen Livestream auf YouTube machen kann. Und ich bin ja manchmal bei Insta Live. Also was heißt manchmal, es ist jetzt schon ewig her, dass ich da live war, aber das hat mir echt Spaß gemacht. Aber auf YouTube traue ich mich das nicht. Ich werfe jetzt einfach mal so in die Runde mit 40.000 Abonnenten. Wenn wir 40.000 sind, dann mache ich einen Livestream, vorher nicht. Also ich, und da das bestimmt noch 5 Jahre dauert, habe ich da ja noch ein bisschen Luft nach oben. Also das ist schon echt krass. Also auf YouTube live zu gehen, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also ich tue den jetzt in die Mikrowelle. Bei, wie soll ich das machen?
Meinst du so wie gestern hier auf Auto und dann aber nur 10 Sekunden oder so, hä? Weil ansonsten platzt der ganze Kuchen auseinander. Das war ja richtig geil. Wir müssen mal gucken, was wir bekommen doch haben. So viele Kuchen gibt's ja keins, hä? Nee? Ach, Schatz. Okay, wie normaler Mensch gibt Kuchen in die Mikrowelle. Wir wollen jetzt den Käsekuchen, den wir bei Lidl gekauft haben. Normalerweise gibt es da Apfelkuchen, der ist richtig lecker. Jetzt wollen wir den warm machen. Was ist denn das hier? Quiche. Quiche? Quiche bestimmt. Eine Quiche, Schatz. Du machst das schön. Hey, das sind doch keine 200 Gramm. The future's not us to see. Weil mich ja immer noch viele fragen, Franzi, wie machst du das mit deinem After-Baby-Body? Wie funktioniert es? Also ich sag's mal so, so schon mal nicht. Ja, wir sind jetzt gerade ganz oben im Gästezimmer. Und das werde ich jetzt noch herrichten. Und ja, ich mache jetzt das Bett, dann zeige ich euch mal, wie das Zimmer so im Kompletten aussieht. Wir haben da jetzt noch nichts draus gemacht. Wir haben das auch noch nicht gestrichen, also das ist, hat noch die Farbe von unserem Vormieter dran. Das ist so ein helles Lila, ganz blöde Farbe. Und es wird wahrscheinlich so werden, dass Mathilda das komplette Ankleidezimmer von mir bekommt. Also was jetzt mein Mädchenzimmer ist. Und ich das Gästezimmer hier oben bekomme als Ankleidezimmer. Aus diesem Zimmer kann man so viel machen, weil das so wunderschön ist. Es ist ein so geiles Zimmer, ich zeige es euch gleich. Ja, deshalb mal gucken, das wird bestimmt mein Ankleidezimmer. Das sieht jetzt wirklich hier nicht schön aus. Es ist, ja, wir haben das halt jetzt nicht optimal genutzt, aber wir brauchen es auch nicht. Wir nehmen es halt wirklich nur als Gästezimmer. Und ja, aber spätestens wenn Mathilda dann ihr eigenes Zimmer bekommt, viele fragen auch immer, wann das sein wird, das kann ich euch noch nicht sagen. Also jetzt sehe ich es absolut noch überhaupt nicht als, als notwendig, dass Mathilda ihr eigenes Zimmer bekommt. Also ja, ich fange jetzt mal an. Übrigens hat Christoph, weil wir ich musste jetzt gerade die Bettwäsche in die Maschine hauen, weil... Übelst krass, Christoph ist jetzt gerade hier hochgekommen. Wir sind hier oben nicht wirklich oft. Wenn wir keine Gäste haben, sind wir eigentlich nie. Und Christoph so, ja, die Bettwäsche ist voller Vogelkacke. Und er hat auch gesagt, hier irgendwo ist auch noch Vogelkacke. Ach da, ich sehe es. Weil hier lassen wir oft das Fenster auf und es kann sein, dass hier mal ein Vogel reingeflogen ist. Und jetzt hoffe ich, dass dieser Vogel hier nicht tot irgendwo drin liegt. Ich habe gerade richtig Schiss. Das Bett zu machen und nicht, dass der irgendwie unter der Matratze liegt oder so. Man sieht leider durch die Kamera nicht, wie riesig der Raum ist. Also es ist wirklich ein Traumzimmer und ist eigentlich total verschenkt, weil, ja, weil wir nutzen es nicht. Eben nur als Gästezimmer. Schade Schokolade, aber wie gesagt, da kommt bestimmt mal mein Mädchenzimmer rein. Mit Sicherheit sogar. Da wird hier alles weiß gestrichen und dann geht's los. Das Einzige, ich werde natürlich meine tolle Tapete vermissen, ne? Alleine durch das Fenster hat das Zimmer einfach so einen tollen Charme. Ich liebe das Zimmer. Wobei ich auch sagen muss, es klingt jetzt total bescheuert, aber ich finde das hier oben auch ein bisschen gruselig. Keine Ahnung warum. Das Zimmer hat so eine komische Aura irgendwie. Ich finde es wunderschön. Ich finde es wirklich wunderschön. Aber alleine würde ich hier oben nicht schlafen. In der Schwangerschaft hat sich so ein Zimmer übrigens auch super rentiert, weil ja, wenn Christoph mit meinen Hormonen nicht klar kam, beziehungsweise nicht richtig auf meine Hormone reagiert hat oder mal wieder irgendwelchen Mist gemacht hat, weil er einfach manchmal ein bisschen unsensibel ist, dann konnte er hier gut schlafen.
Also, ich ist mir egal, ob er gut schlafen konnte, aber er hat hier geschlafen. Das ist da eine weiße Laterne und hier ist auch alles weiß. Und unten bei unserem Radio ist alles dunkel mit dunklen Kerzen. Christoph mag das Fenster überhaupt nicht. Er sagt immer, das ist viel zu hell. Nein, wie sagt er immer? Es ist... Ach, ich weiß gar nicht, wie er das sagt. Ja. Was sagst du immer oben zu dem Fenster, zu diesem Fenster, wo ich so weiß dekoriert habe? Wie sieht das aus? Nackig, genau. Nackig. Und ich sag halt, es ist nicht nackig, es ist halt einfach schlicht. Und ich stehe ja da drauf. Stürzen, ne? Schatz, ich habe ein bisschen rumgewütet, habe aufgeräumt, weil wir eben morgen Besuch bekommen. Es gibt ja Menschen, die sagen, man räumt erst auf, wenn der Besuch wieder weg ist. Ich sehe das anders. Ich finde Ordnung so ein bisschen, also es sieht jetzt natürlich nicht mehr so aus, wie wo ich kein Kind hatte, weil einfach ja, die Zeit einfach nicht mehr da ist und auch die Prioritäten anders sind. Aber ich will es trotzdem schön haben, wenn ich Besuch bekomme, weil ich finde, das ist ein Zeichen von davon, dass man sich halt auf den Besuch freut. Ja. Gleich mal eine kleine Roomtour. Das ist es, unsere Sitzecke. Da ist noch das Stillkissen für Mathilda. Da habe ich Kirschblüten reingemacht. Das ist normalerweise unser Adventskranz. Den hatten wir zu Weihnachten als Adventskranz gekauft. Da hatte ich eben Zweige, Tannenzweige reingeflochten. Und jetzt habe ich eben von draußen Kirschzweige geholt. Ich finde das super toll, das Ding. Das war zwar arschteuer, aber das kannst du halt zu jedem Anlass und zu jeder Jahreszeit passend dekorieren. Ja, dann kommt hier unser Ärger. Die Schalumse ist kaputt. Wundert euch nicht, warum die unten ist. Ich frage mich, wann da mal jemand kommt. Angerufen ist schon, aber Zuverlässigkeit und so. Sowas Wüste Deutschland. Dann, hier unten stille ich Mathilda immer, weil wenn ich sie auf der Couch stille, kriege ich wahnsinnige Rückenschmerzen. Ich muss das wirklich auf einer geraden, harten Fläche machen. Da ist ihre Vormamswippe. Die kennt ihr ja auch. Genau, hier ist unsere Anbauwand. Da haben mich auch viele gefragt, wo die her ist. Die ist von Höffner. Ansonsten die Vormamswippe, Fischerpreisdschungel und unser Laufgitter, was wir lieben. Da liegt sie wirklich so oft drin und das ist auch richtig schön dick gepolstert unten. Und dadurch kriegt sie da auch schön Wärme. Ja, und jetzt kommen wir, kommt mal mit auf die dunkle Seite. Das, hier haben wir nochmal eine schöne Fensterfront. Und da ist eben unser Essbereich.
Diesen Tisch benutzen wir eigentlich nie, den Couchtisch. Und deshalb kann das da drauf sein. Das wird jetzt auch nur ein, zwei Tage halten. Dann fällt das in sich zusammen. Aber es ist ja okay für den Besuch. Das ist, wie gesagt, unsere Essecke. Da habe ich schon das Wasser vorbereitet. Da kaufe ich morgen richtig schöne Tulpen. Ich hoffe, dass die weiße Tulpen haben. Ich mag es in dieser Ecke wirklich eher klassisch. Dann haben wir hier noch den Strauß. Den habe ich von Christoph zu Mathildas Geburt bekommen. Den habe ich getrocknet und der wird auch aufbewahrt. Genau. Und so sieht das aus. Wie gesagt, die Möbel sind komplett alle von Höffner, auch die Stühle. Das sind ja eher Sessel, da haben wir sehr dafür gekämpft. Und ja, wunderschön. Ich liebe diese Sessel. Genau, das ist halt nochmal eine große Fensterfront. Das Bild, da haben auch ganz, ganz viele gefragt. Das ist so die rustikale Seite einfach vom Wohnzimmer und die hellere Seite. Und das Bild, das habe ich von meiner Oma, die arbeitet ja in einem Pflegeheim und die hat es von einer Heimbewohnerin geschenkt bekommen. Also das ist auch schon uralt und ja, niemand weiß richtig, woher das stammt. Das ist auf jeden Fall selber gemalt, also das ist richtig gemalt, nicht gedruckt. Und ja, das hängt mir einfach sehr am Herzen, genau. Hier stehen jetzt Müllsäcke und Einkaufsbeutel. Mathilda wird unruhig. Die Müllsäcke, da sind... In den Müllsäcken, da sind alte Klamotten von mir drin. Was heißt alte? Einfach Klamotten, die ich nicht mehr mag. Und die schaffen wir morgen weg. Wie gesagt, morgen nehme ich euch auch mit. Hier, da hatte Mutti wieder gedacht, sie müsste cool sein, hat sich die Schuhe mitgenommen, passen aber nicht, die muss ich bei Lidl umtauschen. Ja, und ansonsten geht es dann hier die Treppe hoch. Gäste-WC habe ich auch ein bisschen, einfach ein bisschen hübsch gemacht. Boah, das ist eigentlich immer, also sauber ist es immer, aber nicht steril. Und dann haben wir hier noch ein Gästezimmer. Ein ganz kleines, das wurde vorher einfach als Vorratskammer genutzt. Das ist wirklich überhaupt kein Platz eigentlich. Aber da haben wir eine Matratze drin und da wird Max drin schlafen, also mein Bruder. So, sehe ich aus wie Oma. Übrigens haben mir ganz viele geschrieben, dass sie auch so trinken wie ich. Bin ich wenigstens nicht die Einzige. Übrigens habe ich, seitdem ich Mama bin, keine Wattepads mehr. Ich vergesse die jedes Mal. Ich muss immer die von meiner Tochter nehmen. Die wir normalerweise für ihren Po nehmen. Die sind ja riesig. Und dann muss ich die immer nehmen. Ich werde dann auch gleich das Outfit für Mathilda für morgen raussuchen. Wir haben ganz schön was geschafft. Hier habe ich jetzt auch eine Vase stehen, da kommen morgen auch Tulpen rein, dass das im Flur ein bisschen hübsch ist. Ich kann ja für euch gerne mal eine komplette Haustour machen, wenn ihr Bock habt. Aber so hatten wir heute mal eine kleine Roomtour. Ihr habt einfach mal das Wohnzimmer gesehen, weil das ist immer ganz oft angefragt, ob ich mal das Wohnzimmer komplett zeigen kann. Und ja. Schreibt mir unbedingt, ob ihr Bock habt auf Mama-Make-up. Und dann habe ich jetzt noch, ihr seht, ich habe Klamotten ausgemistet. Das nächste Mal ist die Küche dran. Dann habe ich noch das Badezimmer ausgemistet. Also ich habe jetzt, also ich habe immer noch zu viel, aber ich kann euch gleich mal den Schrank zeigen. Das ist echt krass. Und dann habe ich noch mein Schminkzeug ausrangiert und habe das auf Instagram versteigert, sozusagen. Eine Auktion gestartet. Und ja, ein ganz liebes Mädel hat die komplette Box gekauft. Da waren so Sachen drin wie der Chanel Bronzer, dann Lippenstifte von Yves Saint Laurent, von Art Deco und Blush, von Sleek Sachen, eine Palette von Wet n Wild, Pinsel. Also... Natürlich auch Sachen von Essence und so. Aber waren richtig geile Sachen dabei.
Und ja. Übrigens, diese Nyx Lingerie Dinger unten in der Infobox verlinken, fragt mich jedes Mal danach. Die sind der Hammer. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich noch, dass ich nicht den Lime Crime Cashmere mit in die Box reingetan habe für die Höchstbietende auf Instagram, weil Cashmere ist eine geile Farbe, aber das ist so eine Zicke, der setzt sich nicht wirklich hin, der bröckelt im Laufe des Tages ab und der geht auch ganz ungleichmäßig ab. Und die Lingerie-Dinger, die gehen so schön gleichmäßig ab, das ist der Wahnsinn. Also, und ich habe den heute einmal drauf gemacht und der hält den ganzen Tag und ich küsse ja nur mein Kind. Wie ihr seht, esse ich auch viel und trotzdem, also, ich bin begeistert. Abschminken tue ich mich übrigens mit dem Clinique Take the Day Off Balm. Der ist gut. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Ich hatte allerdings mal den von Biotherm und den fand ich noch einen Ticken besser. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil er einfach gut gerochen hat. Von der Abschminkwirkung nehmen die sich nichts. So, jetzt kommt Christoph, jetzt kommt eure persönliche Piepshow. Schatz, ich habe dich schon groß angekündigt. Oha. Weil, ja, ich brauche ja Klicks, ne? Achtung! Ja. Schatz, ich bin gleich fertig. Genau, ich zeige euch jetzt noch fix mein... Oh, Engel, du bist halt ganz schön bunt. Morgen wirst du wieder ganz... Nee, Schatz, das hast du schön gemacht. Also farblich passt schon zusammen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Christoph war entsetzt, als ich... glänze jetzt wie eine Speckschwarte. Ich habe ja jetzt den Balm. Christoph war entsetzt, als ich ihm meinen Schminkschrank gezeigt habe. Den kann ich euch ja dann im nächsten Video zeigen. Guckt euch das bitte an. Mehr ist es nicht. Und Achtung... Das war's. Und das hier unten gehört meinem Kind, ne? Also es ist nicht viel. Dann habe ich hier noch meine Schminkbox. Also mein Schminkkörbchen mit Sachen, die ich eben oft verwenden möchte jetzt. Und das war's. Ja, wenn ihr Bock habt, zeige ich euch auch noch meinen Schminktisch. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da Bock habt. Das füge ich aber mit in den Family Vlog ein. Also ich mache da kein extra Video. Da ist mir der Aufwand einfach zu groß. Dann nehme ich euch lieber mit und fertig ist. Genau. Ja. Haselein, sonst steht heute eigentlich nichts mehr an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Family Vlog wieder. Dann, wie gesagt, mit Besuch aus Sachsen. Und ich sehe hier gerade unseren Pool. Das ist so schön. Ich muss euch das nochmal zeigen. Guckt euch das doch mal bitte an, oder? Da will man doch am liebsten klein einhüpfen. Schreibt mir mal, ob ihr diesmal, oder die Person, die letztens geschrieben hat, dass ich euch zu wenig mitnehme, schreibt mir doch mal bitte, falls du noch dabei bist, ob dir das diesmal besser gefallen hat. Genau. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.